Thank you for watching 10 News tonight. Counting down to the end of an era. 2, 1. A lot of calls for do I need an up? Of course, we are going to see a number of television sets will now. Hallo, mein Schatz. Wie war dein Tag? Das ist schön. Kannst du schon gut auf den Krücken laufen? Sehr schön. Wenn es so weitergeht, dann brauchst du den Rollstuhl bald gar nicht mehr. Hör zu, ich habe mir etwas überlegt. Es ist ja heute ein sehr besonderer Tag. Du weißt doch, welcher Tag heute ist, oder? Es ist der Jahrestag, an dem wir uns kennengelernt haben. Heute, vor 2 Jahren, habe ich in der Firma angefangen zu arbeiten. Und ich habe dich an dem Tag zum ersten Mal gesehen und du mich auch zum ersten Mal gesehen. Es war in der Pause. Auch wenn wir noch nicht viel zu der Zeit miteinander zu tun haben, war es doch unglaublich magisch, findest du nicht? Wenn man so daran zurückdenkt. Ich glaube, keiner von uns beiden hätte erwartet, dass sich alles so entwickelt. Es ist unglaublich, was alles passiert ist. Und das alles hat an dem Tag angefangen. In dem Pausenraum. Ich würde mit dir am liebsten wieder zurückfahren, um uns einfach nochmal alles anzusehen. Aber das ist nicht das, was ich mir überlegt habe für heute. Für heute habe ich etwas anderes überlegt. Und zwar, komm mit, ich zeig's dir. Hier, vor die Tür. Pass auf. Ich möchte dir eine Wahl geben. Wir beide haben schon so viel zusammen erlebt und aufgebaut. Es ist schon so viel Zeit vergangen und wir sind durch so viele Sachen durch. Und es war nicht nur Gutes, das weiß ich. Es war ein schwieriger Weg. Aber wir wohnen jetzt schon zusammen und ich finde, wir sind ein gutes Team geworden. Ich möchte dir die Wahl geben. Ich habe das Gefühl, als könnte ich nicht glücklich werden, als könnte ich nicht zur Ruhe kommen, wenn ich dir nicht die Wahl lasse. Deswegen habe ich dir die Tür geöffnet. Du kannst gehen, wenn du willst. Du kannst gehen, wohin du willst. Und du kannst gehen, solange du willst. Alles, was passiert, das liegt jetzt bei dir. Und du kannst natürlich gehen, wenn du möchtest. Aber ich möchte, dass du weißt, dass du immer wieder zurückkommen kannst, wenn du möchtest. Ich werde dir nicht böse sein. Manchmal ist es so, dass wir uns nicht sicher sind, was wir wollen, bis wir es nicht mehr haben. Es kann genauso gut sein, dass es auch bei dir der Fall ist. Dass, wenn du jetzt glaubst, dass du das hier alles nicht willst, dass du jetzt gehst, und dir nicht sicher bist, dass du das alles willst. Aber wenn du weg bist und merkst, dass dir das alles fehlt, dann dreh einfach um und komm zurück. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Ich
Ich möchte dich nicht mehr einsperren. Ich möchte, dass wir eine wirkliche, wirklich glückliche Familie werden. Ich möchte mit dir glücklich sein. Und ich möchte, dass du mit mir glücklich bist. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass du eigentlich die ganze Zeit woanders sein möchtest. Auch wenn das am Anfang vielleicht der Fall war. Ich bin mir sicher, dass es am Anfang der Fall war. Ich kenne deinen Gesichtsausdruck. Ich kann mich so gut dran erinnern. Und ja, ich habe es dir auch nicht leicht gemacht. Das gebe ich zu. Aber vielleicht hat sich irgendetwas geändert. Vielleicht hat sich etwas zwischen uns geändert. Vielleicht hat sich etwas in dir geändert. Vielleicht hast du erkannt, dass es das Richtige für uns beide ist, zusammen zu sein. Ich hoffe einfach, dass du erkennst, wie glücklich wir beide sein können. Wie glücklich wir beide sind. Ich möchte eine perfekte Familie mit dir. Und das geht nur, wenn ich dir die Wahl gebe. Ich habe wirklich Angst davor. Und ich weiß nicht, was du tun willst. Du könntest sogar die Polizei rufen. Du könntest alles tun. Und nein, das ist kein Test. Kein versteckter Baseballschläger oder sonst was. Ich will einfach nur sicher sein, dass du das auch willst. Dass du mich liebst, wie ich dich liebe. Und alles für diese Liebe tun würdest. Also, wie entscheidest du dich? Willst du gehen? Oder willst du bleiben?